Pyro, wenn du noch einmal so einen Scheiß jetzt ist ab 18 und bitte wegzappen Intro-Video bringst, dann disabonniere ich dich. Es hält sich sowieso keine Sau dran, also warum machst du es überhaupt? Dislike. Kann ich mir zumindest vorstellen. Also ich selbst war ja noch nie da drinnen oder so, aber wenn es auf einmal ein bisschen heißer wird, so ein paar hundert Grad oder so, dann naja. Hey, sag mal, ist das einer, der wo hochgeht? Nee, Briefkasten. Und eine Briefbombe kann ich wohl nicht hoffen, dass da drin ist. So, Magazin, Ladungen. So, hier ist die Ladung sauteuer mit 1000, aber die haut natürlich auch übel rein. Naja, so ein teures Vergnügen war das auch gar nicht. Allerdings haben wir 4 Detonationen verputzelt. So, und jetzt kommt da wahrscheinlich gleich ein Empfangskomitee. Oh. Rettungsschiff bereitet sich auf die Landung vor. Wir haben keine Zeit, unserem Arsch rumzugrapschen. Dann bewegt euch mal! Trischka? Willst du uns was sagen? Mit am Arsch rumgrapschen und so? Leicht. Doch. Ja, komm, leckt mich doch alle mal. Wow. Geh in Deckung, ja, das will ich ja gerade. Scheiße, wo geht's hier weiter? Leertaste, hinüberklettern. So. Na und? Hier ist Deckung. Das Ding haut ohne uns ab. Ja, den Spruch kenne ich. Bam. Oh. Sag mal, wer wartet denn die Dinger? Die sind ja mordsgefährlich. Ist da kein TÜV oder so? Oh. Aua. Jetzt hauen die Penner noch ohne uns ab. Na, bravo. Das Rettungsschiff startet! Boah, 12 Sekunden. Boah, sind wir lange am Boden geknackt. Alter. Erreichen, 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 erreichen. Ich kann mir nicht helfen. Das Bild gefällt mir irgendwie. Siebter Akt, Kapitel 2. Ich gebe dir nicht die Schuld. Das ist gut. Oh, phew. Das war knapp. Die Schwerkraftdämpfer sind aktiv. Wir sind in der Luft. Machen wir uns an die Arbeit. So, mal ein bisschen peitschen. So, wir haben jetzt fast volle Muni wieder. Das ist sehr gut. Oh, das ist ein großes Tier. Mach dir nicht ins Hemd. Final Echo hat Überbrückungscodes für sämtliche Konföderationstechnologie. Die Brücke wird das mitbekommen. Richtig. Also beeilen wir uns lieber. Lasst euch nicht sehen. Wow. Und schon haben sie uns gesehen. Überraschung, Freunde! Haha. Wer sind diese Wichser? Die Echo Shock Trooper. Tyrannos Geheimarmee. Die Hurenwürde sind echt scharf. Das muss man ihnen lassen. Danke. Dank mir? Ich hab sie mitentwickelt. Oh. Scheiße, daneben. Ah, hat mich der Pisser noch getroffen. Aha. Zwar war ein Schlag. Hey,
Ey, wie viel Ladung haben die Penner eigentlich? Komm her. Schöner Fliegen. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass du es bringst. Tja, höre ich öfter. Na, Kopfschuss. Sieh mal einer an! Wir haben drei Mixköpfe zu Besuch! Und einen noch größeren als Gastgeber. Na, herzlichen Glückstrumpf. Wie schön, dass ihr kommen konntet! Ich werde es genießen, wie meine Happy Echo Trooper eure Leichen zerstücken und zerfetzen. Danach kann ich richtig schön schlafen. Ah, das ist doch toll, wenn man dir einen geruhsamen Schlaf ermöglichen, mein Freund. Ah, Penner. Du kriegst ein Heady. Oder auch nicht. Ah, schade, hätte man die super reinwerfen können. Die ganze Gmoor. Boah, haben wir da viel Ladung verballert gerade. Phew. Sieh mal, wo sie sich verstecken. Durch die Ladebuch ab. Goodbye. Mama, Luftsteuer, die Zeitkontrolle aufrufen. Ich euch, ihr Miesmixer! Aha. Effizientes Töten, das gefällt mir. Tada! Das waren viele gute Männer, die ihr gerade getötet habt. Auch rechte Soldaten, die ihre Pflicht getan haben. Ja, umso besser. Aber sie standen zwischen euch und mir. Da ist es natürlich in Ordnung, sie umzubringen. Nicht wahr? Na klar. Der Code ist ungültig. Er hat uns ausgesperrt. Wenn ich dich reinlasse, Trish, willst du dich dann auf Papas Schoß setzen? Scheiß auf den alten Sack. Ich weiß einen anderen Weg. Hilf mir mal. Ach, komm. So, einmal die Räuberleiter und hepp. Ich öffne die Tür von der anderen Seite. Ja, die Situation ging ausgenutzt. Ich glaube, ich könnte diese Tür öffnen. Fischka ist da schon. Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Ja, das passt zu ihr. Ich schließe die Konsole kurz. Ist ein Versuch wert. Du müsstest dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich habe die Tür aufbekommen. Na schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Wo ist denn Trishka? Hat sie es vielleicht eilig für ihren lieben Papa Serrano zu kommen? Super Sache, Serrano. Ich habe mir einen Scotch genehmigt und spiele voller Vorfreude auf dich schon ungeduldig an meinen Eiern rum. Ja, danke. Der Echo-Kodex verlangt, dass sie selbst Rache nimmt. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Ich weiß nicht, über was ich mir mehr Sorgen machen soll. Für die Kleine im Blutrausch oder Serrano, der an sich rumspielt. Na komm, boah. War grad knapp. Sie hat sich entschieden. Konzentriere dich auf das aktuelle Problem. Nein! Oh. Hier irgendwie? Nö.
Ja, das riecht doch nach Hintereingang. Schade. Ihr seid der letzte Dreck! Ihr alle! Danke, oh, ebenso. Her. Was ihr hier findet, wird euch überhaupt nicht gefallen! Tada! Viel Spaß mit dem Heavy Echo Elite-Turm! Geborene Sackers, Stachling im schwarzen Arsch! So, Heavy Echo Elite. So. Das ist interessant. Oh yeah. Zeit zu töten. Komm. Gut. Jetzt hat euer Arsch Kirmes, meine Freunde. Ah, shit. So. Wie geht's noch hier? Alle. Na, komm her. Die vertragen wohl die ganze Spannung nicht mehr hier in dem Spielchen. Na, komm her. Ah, Penner. Schon. Hier hat sich Serrano verkrochen. Ich hacke die Tür. Versuch dir diesmal keinen Stromschlag zu verpassen, du Trottel. Nein, ich habe beim letzten Mal den Code ausgelesen. Gib mir Deckung, während ich hineingewirbelt.